Hat es noch gewirkt? Oder habe ich, nein, der Fluch der Pein hat es trotzdem erwischt. Okay. Was macht der? Plus 5% erlittener Schaden. Also ja, wenn das alles war, abgesehen von dem Siegel der Pein, was ein bisschen lästig war, fand ich das jetzt nicht so richtig beeindruckend. Deswegen habe ich gesagt, nur ein paar Nagas. Oder Naga. Ich glaube, Naga hat keine Mehrzahl, wenn man recht grammatikalisch korrekt ist. So, ein verlassenes Dorf. Mal sehen, was wir da so alles finden. Stiefel des Weiß. Frostrüstung, Entschlossenheit, Resistenz gegen Wandheitwirkung. Ist nicht mal schlecht. Palmsteine. Ein Trollhautgürtel. Ja, okay. Ja, das Dorf ist abgesucht. Gut. Dann als nächstes die Kluft von Venura. Und hinter der Kluft muss noch was sein. Der Dschungel wird zunehmend dichter, je weiter du nach Osten kommst. Der Schatten, der die Vegetation über dir wirft, kann die Hitze nur geringfügig abschwächen. Die Feuchtigkeit und der unablässige Chor der schwirrenden Insekten hängt dick in der Luft. Der Pfad führt nur steil bergauf und deine Beine schmerzen. Führt nun steil bergauf, während du ihn erklimmst. Langsam lichtet sich der Dschungel und schließlich findest du dich auf der Spitze eines langen Bergkamms wieder. Vor dir breitet sich ein gehender Abgrund aus. Er erstreckt sich von den Bergen im Norden bis zum Meer im Süden und erscheint in der Dunkelheit bodenlos. Kurioserweise ist ein Seil über den Abgrund gespannt. Den Ausblick nutzen. Von der Spitze der Klippe kannst du die westliche Seite der Insel überblicken. Das Todesfeuer schimmert blau am Horizont und die Inseln von Kuaorikuru sind gerade so im Süden auszumachen. In der Ferne kannst du sogar die vor Anker liegende, die Defiant 4 erkennen. Es wirkt, als hätte man die gesamte östliche Seite der Insel aus dem Boden hochgezogen. Oder als wäre die westliche Seite in Richtung Meer abgesunken. Im Nordosten steigt eine dünne Rauchschwarte aus dem Dschungel auf. Ihr wisst nicht zufällig, was das für ein Ort ist. Xoti? Kopfschütteln sagt Xoti, tut mir leid, keine Ahnung. Okay, Seraphin. Könnte die Kluft von Venura sein, Captain? Hab ein oder dreimal davon gehört. Wie viele? Dreimal, okay. Angeblich tiefer als das Meer selbst. Weiß aber nicht, was das heißen soll. Schließlich ist sie ja an Land und so. Alof vielleicht? Nein. Eder? Sie ein guter Ort, um ein Seil zu testen. Erstmal die Umgebung untersuchen. Erfolg auf Überleben. Gut. Dir springt nichts offensichtlich. Nichts offensichtlich Verdächtiges ins Auge. Auf jeden Fall kein Anzeichen vom Fall. Allerdings sind frische Fußspuren von Gestandenen und Ogern neben dem Felsen zu sehen, an denen das Seil festgebunden ist. Mehrere Personen, wie es aussieht. Das Seil untersuchen. Ah, Geschichte, Edir. Bin mir nicht sicher, was ich sagen soll, sagt Edir. Sieht aus wie ein normales Seil. Sollte sicher sein. Gehen wir nochmal zurück. Kriege ich jetzt nochmal die Chance, das Seil zu untersuchen? Nein. Okay, Seil überqueren. Das Seil knarzt, als du es umklammerst und langsam drüber krabbelst. Du hangelst dich am Seil entlang bis auf ungefähr halbwegs über den Abgrund. Deine Muskeln stehen und deine Hände brennen und vor dir liegt noch ein weiter Weg, als du bisher zurückgelegt hast. Ja. Weitergehen. Erfolg, Idee auf Athletik. Zum Glück hat Idee eine hohe Athletik durch den Gruppeneffekt und so. Du setzt die Überquerung der Schlucht fort. Dein Schweiß tropft in den Abgrund unter dir. Letztendlich erreichst du jedoch sicher die andere Seite.
Hinter der Schlucht geht der Dschungel in ein offenes Feld über, auf dem einige große und mit Früchten behangene Bäume stehen. Der Dschungel breitet sich bis zu den Bergen im Norden aus, aber im Südosten ist über einem Steinabhang zur Küste hin das Todesfeuer zu sehen. Was jedoch sofort eure Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der Anblick, der sich vor euch ausbreitet. An einem der Bäume durch Feuer geschwärzt und mit Blasen übersät, hängen mehrere Leichen an ihren Hälsen aufgeknüpft. Du siehst das? Richtig, Wächter, ich bin nicht in einem weiteren Albtraum gefangen, oder? Xotis Augen fliegen von Leiche zu Leiche und ein Zucken geht über ihr Gesicht. Hey, bilde ich mir das nur ein, oder? Hör mal, wenn ich so etwas hätte sehen wollen, wäre ich zu Hause geblieben, okay? Edair presst die Lippen zusammen und richtet seine Aufmerksamkeit auf den Boden. Ja, ich musste auch gleich an den Baum in Goldheit denken. Stimme und Bewegung in der Nähe erregen deine Aufmerksamkeit. Das Fuß des Baumes siehst du ausgerechnet 4 Mitglieder deiner Besatzung stehen. Wir sollten sie begraben, sie würden es so wollen und die Götter verlangen es, brummt Alt Engrim. Sicher, antwortet Rumtrottel Regier, sobald wir ihre Taschen durchsucht haben. Sie haben keine Taschen, bemerkt Irina, wenn man es genau nimmt. Gerodo der Rothändige, sie stillrunzelt zu dem Baum hoch. Macht sich denn keiner von euch Gedanken darüber, wer das getan haben könnte? Ganz offensichtlich waren es weder Bestien noch Gestandene. Du meinst, ein Oger würde keine Leichen aufhängen, fragt Rumtrottel Regierer. Ich glaube nämlich, das sind Ogervorspuren. Alt Engrim reicht die Augen auf und nimmt Haltung an. Captain? Was treibt ihr denn hier draußen? Rumtrottel Regierer hustet. Wir sind auf der Suche nach Vorräten für die Defiant, Captain. Wie immer, wenn du an Land gehst. Eine Hand zeigt auf den Baum. Das schien mir ein Blick wert zu sein. Und wie seid ihr hierher gekommen? Irina scheint von der Frage verwirrt zu sein. Wir sind Seeleute, Captain. Klettern und sowas, das hören wir ganz gut. Außerdem mischt sich Rumtrottel Regierer ein. War da ein Seil. Das Seil über den Abgrund stand also nicht von euch. Ne, Captain, antwortet Gerodo, der rothändige Kopfschüttelnd. Bezweifle, dass jemand von uns überhaupt ein Seil hat, abgesehen von denen im Lager der Defiant 4. Ich habe ein Seil, grummelt Rumtrottel Regierer. 8 Fuß lang. Ja, fragen wir mal, habt ihr was Interessantes gefunden? Mit verschränkten Armen und gerunzelter Stirn blickt Rumtrottel Regierer zu Boden. Noch nicht, sind nicht lange genug hier, um was zu... damit wir uns richtig umsehen können. Das stimmt nicht ganz, sagt Gerodo der Rothändige. Wenn man sich die Wunden dieser Leute und die Seile ansieht, mit denen sie aufgegriffen wurden, bedeutet alles auf Plünderer aus dem östlichen Abschnitt hin. Rumtrottel Regierer seufzt. Und wieder will jemand beim Captain Eindruck schinden. Ja, das sind keine Vorräte, das sind Leichen. Schneidet sie runter und gebt ihnen ein ordentliches Begräbnis. Als Engrim rächelt und salutiert. Ei, Captain, wir machen uns so schnell wie möglich dran. Sie ziehen Messer und gehen in Richtung des Baumes. Ich glaube nämlich auch eh nicht, dass die Leichen noch was Nützliches haben, wenn dann wurden sie geplündert. Einige Minuten später kommt Gerodo, der Rothändige, auf dich zu, Captain. Entschuldigung, Captain. Dachte, du wirst vielleicht das vielleicht sehen wollen. Sie wirken besonders auf mich. Gerodo, der Rothändige, zeigt dir ein paar Huana-Schuhe, etwas durchgeweicht, aber ansonsten noch im guten Zustand. Fußabdrücke von Ahutika. Einsatz für Priesterzauber der zweiten Stufe, 2 Gewandtheit. Xoti, du kriegst eingeweichte Fußspuren. Schuhe. Du bewegst dich in Richtung des Baumes und der Geier, die sich wie Monarchen in seiner Krone eingenistet haben. Das Gebiet durchsuchen. Idee. Ja, wieder Wahrnehmung. Nach mehreren Minuten der Untersuchung runzelt Edair die Stirn und seufzt. Bringt nichts. Nach der Anwesenheit von Geister suchen. Du kannst die Geister deinen Augenwinkel beinahe mühelos erkennen. Als du dich ihrer Präsenz öffnest, stürzt sie sich auf dich ein. Ein reißender Strom aus brennender Pein und eiskalter Furcht. Die fremden Gestandenen schubsen dich mit Schulter und Ellbogen, pieksen dich mit Klinge und Speer, ihre Rüstung zu schwer für das Todesfeuer, leuchtet im Licht des Feuers, wodurch sie geradezu rechtschaffen wirken. Du spuckst. Nein, diese gottlosen Plünderer sind alles andere als das. Sie haben den jungen Druiden getötet, haben den Stab des Ältesten zerbrochen und die Kräuter des Doktors gestohlen. Jetzt verbrennen sie Amiras Baum. Wird er jemals vor dem azurblauen Himmel wieder in allen Farben leuchten, die Götter und Gestandenen kennen? Du betest, dass er das wird. Du betest zu Amira, Engati, zu Riku, Kuhopa und Tangaloa und zu den Gesichtern von Tomowahi. Irgendein komisch. Ach, Galloway, okay. Was könnten diese Fremden noch von euch nehmen, fragst du dich, als sie stückweise Seil abschneiden.
Die Vision endet abrupt, weggespült wie eine Welle über den Rand eines Decks. Möchtest du deine Lampe einsetzen, Xoti? Der Dämmerungsstern nickt ernst und hebt ihre Laterne. Ein heftiger Schwung und das Licht aus dem Inneren der Laterne strahlt wie ein sterbender Stern, während sie die verlorenen Seelen erntet. Vom Baum weggehen und die Reise fortsetzen. Du überquerst die Lichtung, lässt den mobilen Baum hinter dir und dringst wieder in den Dschungel ein. Eingestürzte Kohlemine. Hm. Dann gucken wir uns auch mal die an. In der Entfernung siehst du eine Mine an einem Berghang. Der Eingang ist zwischen den Bäumen kaum auszumachen. Zur Mine hochwandern. Als du dich der Mine leerst, erschüttert eine laute Explosion den Erdboden. Aus den Bäumen in der Nähe bricht eine Wolke zu Tode erschrockener Vögel hervor und aus der Höhlenöffnung tritt eine Wolke aus Staubraketen. Okay. Macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Vor allem, nachdem wir den Baum gerade eben erst gesehen haben. Naja, sollten wir hier die Plünderer finden? Erinnere mich doch bitte daran, dass ich hier drin keine rollende Flamme wirken. Okay. Alof wirkt keine rollende Flamme hier drin. Hervorragendes Zeug auch noch. Warum hast du denn das gemacht, du grober Rohling? Wir haben doch nur dieses eine Fass gebraucht. Eines. Für einen Ogre klingt er sehr gehobelt. Wenn du mir das vorher gesagt hättest, dann können wir jetzt vielleicht eine Mine plündern. Du bist der Ass mit dem großen Cannon. Du solltest wissen, wie Explosives funktionieren. Freunde. Du bist der Kerl mit der riesigen Kanone. Du solltest eigentlich wissen, wie Schwarzpulver funktioniert. Freunde, wir haben mehr als genug Schwarzpulver, um dieses Problem zu lösen. Oh nein, das wird nicht funktionieren. Oh, jetzt weißt du natürlich, was du mit dem Schwarzpulver anstellen musst. Lass ihn ruhen und nimm dir eine Schaufel, Ikea. Nimm dir doch die Schaufel, ich... Nimm dir doch selbst die Schaufel, ich werde Wache halten. Für körperliche Arbeit bin ich nicht gebaut. Wage nicht wieder einzudösen wie beim letzten Mal. Okay. Also durch das da will ich nicht unbedingt durch. Und die heißt wirklich Ikea. Die verborgenen Reste der Minenschienen glühen tief unten in der Dunkelheit. So, die schläft jetzt auf jeden Fall, aber tiefer als gedacht. Ikeas Arcana Zerstörer, eine einhändige Pistole. Okay. Guter Rapier und alles andere kann erstmal weg. Ja, du hast nur eine außergewöhnliche. Jetzt hast du was Besseres. Die ist sogar schon legendär. Was ist legendär? Gefüllte Munition. Nachladegeschwindigkeit. Okay. Elementarschuss Frost. Elementarschuss Kraft. Und Chance, Brand zu stecken. Kugelhagel. Chance, für kurze Zeit sofort neu zu laden. Chance, dass sich Schüsse aufteilen und zwei Geschosse abgefeuert werden. 5% Chance, dass sich die Schüsse aufteilen und drei Geschosse abgefeuert werden. Das klingt cooler. Okay. Seine andere Pistole ist außergewöhnlich. Hervorragend könnten wir sie machen.
Machen wir mal auch. Geladenes Feld. Gewährt geladenes Feld.